im Borussia Park sind wir heute zu Gast. Willkommen am Niederrhein, willkommen zu dieser Partie. Mein Name ist Wolf Fuß, neben mir hat Frank Buschmann Platz genommen und wir werden das Spiel für Sie kommentieren. Und heute freuen wir uns auf eine Partie aus der Liga. Borussia Mönchengladbach gegen Eintracht Frankfurt. Bei den beiden Teams ist Spitzenfußball garantiert. Das wird hochklassig. Eintracht Frankfurt ist in der Liga bisher die Mannschaft mit der schlechtesten Abwehr. In der Defensive haben sie zurzeit große Probleme. Dabei weiß man ja, wie wichtig es ist, zuerst einmal hinten gut zu stehen. Borussia Mönchengladbach hatte seine beste Zeit in den 70er Jahren. Zwischen 1970 und 77 wurde das Team fünfmal deutscher Meister und gewann 75 und 79 den UEFA-Pokal. Die Gegner hatten damals nicht wirklich was zu lachen, wenn es gegen Borussia ging. Damals noch am legendären Bökelberg. Das ist übrigens heute eine Wohnsiedlung. Mittlerweile spielen die Fohlen ja im Borussia-Park. Borussia Mönchengladbach geht heute so in dieses Spiel. Tobias Zippel steht im Tor. Nico Elvedi spielt mit Matthias Ginter in der Abwehr. Und der einzige Stürmer ist Breel Embolo. Eintracht Frankfurt geht mit dieser Aufstellung ins Spiel. Sie greifen heute zu einem offensiven 4-5-1. Ja, sie wollen also mit einem geballten Mittelfeld zum Erfolg kommen, wollen viel Druck ausüben und den Gegner zu Fehlern zwingen. Kann losgehen. Gladbach mit dem Anstoß. Schauen wir mal, wie sie ins Spiel reinkommen. Schön dazwischen gegangen. Könnte was werden. Guter Pass. Oh, das war knapp. Toller Schuss. Strammer Schuss. Kramer. Gut den Ball angenommen. Schön im Bedrängnis unter Kontrolle gebracht. Tolles Tor. Das ist natürlich ein Volley, wie er besser nicht geht. Wir blicken auf die Wiederholung. Da ist die Flanke. Und dann dieser herrliche Volley. Wenn er den so nimmt, dann hat der Keeper keine Chance. So, da hätten wir also das 1-0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Die Nummer 36. Viel mit Auge. Und das gibt Ecke. Jetzt können wir uns das Führungstor gerne nochmal anschauen. Rechts unten passt der Ball. Ein klasse Volley. Ecke kommt ins Zentrum. Chance für den Konter jetzt. Vielleicht machen sie was aus diesem Konter. Super Pässe da jetzt von Borussia Mönchengladbach. Eigentlich ein guter Konter, aber vom Torerfolg waren sie doch relativ weit entfernt. Und das wird sie ärgern. Das war nämlich an sich eine klasse Szene.
Ginter holt sich diesen Pass. Guter Steilpass hier, er spielt den Ball. Aber dann sind sie doch zu ungenau bei diesem Steilpass. Ball ist weg. Das ist natürlich ein guter Pass. Nicht gut gemacht, da im Zweikampf. Es gibt Abstoß, da hätte er mehr draus machen können. Hannes Wolf. Embolo jetzt. Ist hier immer noch am Ball. Jetzt die Flanke. Aus nächster Nähe scheitert er. Aber das Lob gilt natürlich dem Keeper. Da macht er zu, macht dicht und lässt nichts anbrennen. Ecke in die Mitte. Vorne jetzt die Balleroberung. Christoph Kramer. Er zieht ab. Klasse Einsatz, hätte sonst gefährlich werden können. Der geht nicht rein, jetzt vielleicht. Ganz starker Kopfball, aber eben auch klasse gehalten. Ja, der hätte gepasst. Gute Aktion von beiden. So, Ecke kommt. Weiter diese Szene. Immer noch Gefahr. Guter Pass. Ah, da muss mehr kommen vom Verteidiger. So, Spannung drin in dieser Partie. Ausgleich. Mal sehen, wie sich das noch weiterentwickelt. Ja, keine gute Parade. Wir schauen uns das nochmal an. Der Ball bleibt gefährlich und dann ist es nicht mehr zu verhindern. Das nutzen sie eiskalt. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Kone. Kramer. Gut durchgesetzt. Die Chance. Breel, Donald, Embolo. Gute Ball geholt. Jetzt können sie angreifen. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Jonas Hofmann. Ja, das hätte was werden können. Es gibt Einwurf nach diesem guten Zweikampf. Ball im Aus. Breel Embolo. Super Pässe da jetzt von Borussia Mönchengladbach. Und er hat den Ball. Beide Teams waren in der ersten Hälfte erfolgreich. Es steht 1:1 und damit dürften die zweiten 45 Minuten richtig spannend werden. Die Eintracht hat Anstoß. Weiter geht's mit der zweiten Hälfte. Bore. Und das ist Freistoß.
gegen Gladbach. Und das könnte so etwas wie die letzte Warnung gewesen sein, Buschi. Sehe ich ganz genauso, Wolf. Beim nächsten Foul ist die Karte fällig. Da rutscht er ihm aber ziemlich rein. Da kann er sich über die Entscheidung des Unparteiischen nicht beschweren. Da ist die Chance. Das war jetzt aber sehr mutig, den Freistoß von dort direkt aufs Tor zu schießen. Übermütig würde ich das nennen. Den hätte er als Flanke probieren sollen. Kone. Hannes Wolf. Sie drängen auf die Führung. Nicht zu übersehen, aber sie bleiben geduldig. Niemand kommt ran. Jonas Hofmann. Kramer. Kone. Der Ball geht an die Latte. Bei dieser Ecke hoffen sie jetzt auf den Führungstreffer. Und jetzt wird auf beiden Seiten gewechselt. Bei dieser Ecke hoffen die Fans jetzt auf die Führung. Die Ecke kommt rein. Er holt sich vorne den Ball. Rele Molo. Er lässt den Gegner stehen. Trapp mit der Parade. Klasse Aktion. Da oben, der fordert den Ball. Ja, sie hadern ein wenig mit der Chancenverwertung. Die Gelegenheiten sind ja da, aber immer wieder scheitern sie. Und so bleibt es beim Remi. Die Flanke jetzt. Gefährlich. Boah, erst diese Riesenparade und dann ohne große Mühe. Er hat den Ball. Hat er wieder gezeigt, was er drauf hat. Rückhalt für die Mannschaft. Auf ihn ist Verlass. Flanke auf den langen Pfosten. Er kann klären. Er klärt hier mit dem Kopf. Das gibt Einwurf. Und jetzt gibt es hier noch Gelb. Da hat er erst noch den Vorteil abgewartet. Sehr gut gemacht. Richtig, das Spiel zunächst weiterlaufen zu lassen. Jetzt kommt der Wechsel. Jonas Hofmann. Im Signal Iduna Park passiert was. Es ist ein Tor gefallen. Im Studio gibt es alle Infos für uns. Wir haben hier das erste Tor für Leverkusen. Könnte die Führung werden. Er hat den Ball gehalten, aber Szene geht weiter. Riesenchance. Da konnten sie in Führung gehen, aber nee. Der Keeper sagt, nee, mit mir nicht. Er lässt sich da nicht aufhalten. Er wirft sich in den Schuss, das war wichtig. So, und jetzt reicht der Unparteiische dem Spieler noch die gelbe Karte hinterher. Er wollte einfach den Vorteil abwarten, macht das genau richtig. Das war nicht regelkonform, richtige Entscheidung der Schiedsrichterin. Und jetzt wollen sie wechseln. Ecke kommt in die Mitte. Weiter diese Szene, immer noch Gefahr. Und das ist der Ballverlust. Und die Gladbacher kommen. Und dann der Ballverlust, die Gefahr damit bereinigt. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Die Chance zur Führung. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel.
Fast fällt hier der späte Treffer. Da wären sie doch noch in Rückstand. Viel Zeit bleibt nicht mehr in dieser Partie und die Fans wollen endlich den Siegtreffer sehen. Und entsprechend... Und jetzt diese Chance. Jetzt haben sie es. Das ist die Führung und so kurz vor Schluss müsste es das eigentlich sein. Da ist nochmal die Wiederholung dieses Tores. Er setzt sich durch und dann setzt er sich durch. Willensstark, das zeichnet ihn einfach aus. Er lässt der Abwehr keine Chance. Die Führung soll jetzt verteidigt werden, folgerichtig jetzt der Wechsel. Tor 2-1, hier ist noch alles drin. Die letzten 5 Minuten sind eingeläutet. Stindl. Lange ist nicht mehr, jetzt wollen sie den Ausgleich. Da ist der Ball dann doch weg, da müssen sie mehr draus machen. Schöner Pass. Da müssen sie mehr draus machen, abseits. Ja, wir haben es gesehen, der Steilpass kommt einen Sekundenbruchteil zu spät. Das ist ärgerlich, da war mehr drin. So, das gucken wir uns natürlich nochmal an. War das wirklich abseits? Ganz, ganz schwer zu entscheiden. Die letzte reguläre Spielminute läuft. Das ist der Schlusspfiff. Die Gäste haben heute also gewonnen. Sie haben es heute spannend gemacht. Spät, sehr spät fällt die Entscheidung. Das ist am Ende egal. Sieg ist Sieg.